DVA ist hier in Deutschland eine sehr, sehr bekannte Forschungsvereinigung. Und sie hat eigentlich die gesamte Industrie hier vereint, über 200 Firmen plus die Universitäten. Und das ist eine sehr gute Forschungsarbeit, die über viele Jahre geleistet wurde. Sie war aber immer sehr national. Wir als Konzerne sind natürlich international tätig. Und deswegen ist es sehr schön, dass die FVA jetzt diese Konferenz ins Leben gerufen hat und auch international gemacht hat, weil damit gibt es uns auch eine bessere Plattform, hier mitzumachen. Wir forschen in der FVA seit vielen Jahren gemeinsam, schon fast seit 50 Jahren mittlerweile, aber als überwiegend nationale Veranstaltung. Es ist für uns sehr wichtig, die Kompetenzen aus der ganzen Welt hier einzubinden. Deswegen haben wir die internationale Bearing World ins Leben gerufen. Wir haben über 200 Teilnehmer. Wir sind international aufgestellt mit Teilnehmern aus 11 Nationen. Und wenn Sie auf die Liste der Sprecher gucken, wir sind wirklich international unterwegs mit den Experten auf dem Gebiet Lager. Das Wälzlager ist aus meiner Sicht ein bereits sehr, sehr hoch entwickeltes Maschinenelement. Und die Weiterentwicklung, die sehr häufig in kleinen, inkrementellen Schritten erfolgt, geschieht in einer sehr, sehr großen Community. Und diese Community zu verbinden, das geht, denke ich, sehr, sehr gut in einer Konferenz wie hier der Bearing World oder eben auch der Forschungsvereinigung Antriebstechnik, was ja deren ursächliche Aufgabe mit ist.